So, Freunde, heute mal wieder mit einem Super Mario Video am Start. Mit Paper Mario am Start. So, ich habe keinen Plan mehr, wie das hier abläuft oder was genau ich tun soll. Schon so lange her. So, lass mal gucken. Also ich schätze mal. Ups. Was ist mit dem? Warum guckt er so traurig? Ups. Ich hätte gedacht, dass Freudensprünge so anstrengend sein können. Alles zerstören. Was ist das denn hier? Hey, willst du quatschen? Na dann hör mal, dort in dem Haus, da wohnt ein komischer Toad. Werkelt gerne Sachen rum. Viel Glück, wenn du mit ihm reden willst. Mit dieser roten Luftschlange da kein Reinkommen. Siehst du aber selbst. Da hinten ist eine Kiste. Okay, wir gehen mal. Karte, kann ich mich porten oder so? Gebiet wechseln, ja, aber ich kann nicht porten. Ich muss echt zu Fuß laufen. Dann laufen wir einfach mal. Ich schätze mal, dass ich hier im Bereich fertig war. Und so, Panoramaberg. Aber da waren wir doch auch schon. Mal gucken, weil auf der Map war ich ja von da unten gekommen, darüber, da hoch. Also muss ich eigentlich irgendwo hier oben weiter. Meiner Meinung nach. Wir gehen einfach mal in die Richtung und schauen mal, was dort so ist. Hier sind überall diese Luftschlangen im Weg. Oieiei. Ja, genau, benutzt einfach meinen Pilz. Warum nicht? Alles klar, dann lass uns die Party mal steigen. Okay, das war also richtig. Tja, gar nicht so übel, wenn ich das selbst mal so sagen darf. Okay. Panoramaturm. Hey, sieh nur mal an, wie groß diese Pilze sind. Was für Pilze?
Und die Banane. Davon würde das ganze Königreich satt werden. Ach, da hinten die Pilze an der Wand. Moment mal, etwas stimmt mit denen nicht, oder? Ach, das sind ja bloß Bilder. Flach wie ein Blatt Papier. Ich hoffe, du hast dich nicht schon auf einen Imbiss gefreut. Alter, kein Wunder, dass das hier so laut ist, ey. Puh, das ist eines der größten Löcher, die wir bisher gesehen haben. Wir werden eine Menge Schnipsel brauchen, um das zu reparieren. Tschalam! Tschalam! Tadam! Hey, du hast dieses Riesenloch gestopft? Hab ich, ja. Oh nein, das ist das Gesicht meines Bruders. Bei dem habe ich gleich gemerkt, dass es nur ein Bild ist, aber ein wirklich gut gemaltes. Das muss derselbe Künstler gewesen sein, der auch die Pilze und die Bananen gemalt hat. Moment mal, das bedeutet ja, wer immer das gemalt hat, kennt meinen Bruder. Wie, das weiß ich auch nicht, aber es gibt keine andere Erklärung. Jetzt mein Pilz weg. Mann, wir sollten den Aufzug nehmen. Ist ja schon den ganzen Berg geklettert. Oh, hüpfen, hauen, okay. Ich verwechsel immer das mit Laufen. Ups. Wir haben uns ziemlich gut kennengelernt, als wir alle zusammengerollt waren. Okay. Okay. Pilze. Pilz-Dreierpack. Danke. Es ist leer. Wie schon jetzt Neues her. Da war ja einer drin. Nein, du reißt mich auch aus, das muss einen besseren Weg geben. Knopf drücken. Ah, so ist besser. Willkommen auf dem Panoramaturm, Mario. Der Turm mit dem Souvenir? Na gut, an dem Slogan arbeiten wir noch. Und etwas putzen müssen wir wohl auch noch. Also, nicht dieses Bild... Was? Nicht, dass dieses Bild schlecht wäre. Es ist nur, jedes Mal, wenn ich sie sehe, muss ich an das Monster denken, das uns angegriffen hat. Es war furchtbar, ein länglicher Körper mit einem riesigen Maul voller spitzen Zähnen. Ich bekomme Knicke, wenn ich nur daran denke. Du glaubst da so, dass das ein Monster war? Ich wusste nicht, dass mein Bruder Monster als Freunde hat. Aber es muss jemand gewesen sein, der sein Gesicht kennt. Jedenfalls müssen wir uns vor gar nichts fürchten, solange Mario hier bei uns ist. Richtig, Mario? Alles klar. Fahren wir mal mit dem Aufzug. Hey, darf ich mal was ausprobieren? Bitte. Zweiter Stock. Kosmetik, Handtaschen, Herrenbekleidung, Zitronen, Parfüm und Campingausrüstung. Wir sind am zweiten Stock vorbei. Wir erreichen nun den dritten Stock. Fahrräder, Matratzen, Abendbekleidung, Mixer und Comics. Na, wie bin ich? Ich wollte schon immer Fahrstuhlansagerin in einem großen, schicken Kaufhaus werden. Eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, was das ist, ein schickes Kaufhaus. Aber es klingt toll, oder? Hast du was dagegen, wenn ich auf dem Weg runter alles nochmal rückwärts aufsage? Ah,
Das war viel zu knapp. Was sind das für Dinger? Ha, das hat mir einen ganzen Kaufhaustraum komplett ruiniert. Ah, Moment, da fällt mir was ein. Werte Aufzugpassagiere, es wird eine kleine Verzögerung geben, während sich mein Freund Mario um einen Notfall kümmert. Psst, tu doch was, Mario. Denk. Ah, oh, schon wieder. Junge, ich krieg die Kratze. Weg, du Bleistift. Und weiter geht's. Ups, oder auch nicht. Jetzt geht's abwärts. Tada, wir sind wieder da. Aua. Erdgeschoss, geplättete Helden, zerbrochene Träume, Glasscherben und Sportausstattung. Oh. Ordne die Gegner an. Ach, jetzt läuft doch schon wieder Zeit. Ich habe schon gar keine Ahnung mehr, wie ich hier irgendwas anordne. Warum sollte ich die anordnen? So, warte mal. Wie kämpfe ich denn jetzt nochmal? Anfeuern, Flucht, Tipp. Hallo, ich will kämpfen. Oh, ey, ich weiß nicht mal mehr, wie man hier kämpft. Keine Ahnung, kann nichts machen. Außer das. Aktionen. Achso, ich muss. Alter. Flucht? Ne. So. So. Erstmal wieder voll in das System hier reinkommen, ey, und verrückt. Schnipsel! Alter, wie viel Schnipsel denn noch? Upsi. In die Tür rein? Oh, ich kann da rein. Oh nein, nicht auch noch diese Treppe. Und ich glaube nicht, dass du gerade ausreichend Schnipsel dabei hast. Denkst du, wir
finden hier genug Schnipsel, um sie zu reparieren. Hey, ich habe zufällig mitgehört und vielleicht kann ich helfen. Ich habe da gerade eine ganz blöde Situation in meinem Restaurant. Ich mag es nicht mal laut aussprechen. Ich bin der Chefkoch, aber ich kann mich unmöglich blicken lassen, bevor die Situation bereinigt ist. Kannst du mir nicht helfen? Du kümmerst dich um das Problem, erzählst es nicht rum und ich zeig mich erkenntlich. Okay. Woher weiß ich, dass das Problem immer noch besteht? Ein Koch weiß sowas einfach. Reden wir weiter, wenn alles erledigt ist. Hä? Was soll denn erledigt sein? Bestimmt rüberhauen oder was? Gib mir die Schnipsel! Warte mal. Abreißen. Soll ich das sein? Was hat sich der Künstler denn dabei gedacht? Ich bin doch ein blauer Tod und kein roter. Ah, tut mir leid, ich sollte mich nicht ausgerechnet bei dir beschweren. Und schon gar nicht, nachdem du mich gerettet hast. Hier, als kleine Anerkennung. Toll. Was soll ich denn jetzt für den tun? Lesen. Aussichtsplattform, Restaurant, Panorama, hier entlang. Weißt du noch, was letztes Mal passiert ist, als wir den Aufzug genommen haben? Lass uns lieber die Treppe nehmen. Ich wollte doch nur mal drücken. Hä? Was will der denn jetzt von mir? Danke für deine Hilfe, Mario. Kleiner Tipp, bestell nichts aus der Küche. Die Fallschergen haben da ein ziemliches Chaos hinterlassen. Aha, die Fallschergen. Fallschergen? Seid ihr hier? Hallo, Fallschergen? Fallschergen! Spiegelei. Hat schon befördert, dass ich Frühstück zum Jemanden werde. Das ist eine Speisekarte. Haltet unsere Küche sauber, wascht euch die Hände und ich mein's ernst, Hände waschen. Ach, das war einfach schrecklich. Ich habe schon begonnen zu kompensieren. Die Fallschergen! Aua! Mieses kleines Fallschergel. Zack. Da ist noch eine mal. Topf, raus da! An der Wand! Kommst du? Krieg ich jetzt hier aus dem Topf? Topf anmachen. Und die sind ja überall! Da komm ich gar nicht hoch, hä? Komm ich denn an die da oben? Das ist jetzt merkwürdig. Du musst alle von diesen Dingern erwischen, Mario. Hast du eine Ahnung, was für einen schlechten Eindruck es macht, wenn die in der Küche rumlaufen? Ja, ich weiß aber nicht, wie ich die da oben kriegen soll. Wie soll ich denn da hochhopseln? Ach so. Ist nur noch der da unten im Kopf drinne.
Aber wie kriege ich den da raus? Upsi. Raus da! Hallo! Weiß nicht, wie ich den da rauskriegen soll. Eigentlich, wenn ich das anmache, aber. Weiß nicht, wie ich das ankriegen soll. Könnte ich den denn jetzt da rauslocken mit was? Kann hier nichts kaputt hauen. Feuer. Ich kann mich nicht verstecken, oder? Kann ich mich hier rein verstecken? Und da kommt der raus. Tipp geben, wie der von diesem blöden Eimer da kommt. Nee. Ah! Einfach da reinhüpst. Jetzt sag ich, hier ist noch immer einer. Wenn die Musik nicht wäre, dann würde ich auch mal. Keinen mehr. Wo habe ich denn jetzt einen übersehen? Oder sind die jetzt auch hier hinten? Ach, die sind auch hier. Aua, auf dem Fuß. Würde falsch hergehen. So, hier sehe ich jetzt keinen mehr. Und hier hat es damit nichts mehr zu tun. Also muss noch irgendwo jemand sein. Ich sehe aber gerade keiner. Ach, da! Check! Ich höre das Getrippel dieser Elite krabbelt hier nicht mehr. Du hast es geschafft. Ja, dieses fein gehackte Schnipsel wurden extra für dich zubereitet. Bon Appetit. Dankeschön. Dankeschön. Gerade so ausgereicht. Laufen wir mal einmal rund. Sehr weit rund. Sehr, sehr weit, weit, weit rund. Prima. Mit dem Hammer geht's nicht. Ja, womit denn sonst? Da ist ein roter Knopf. Immer ein gutes Zeichen. So. Aber erst im nächsten Part.